was Lautes. Dass die Landwirtschaft mehr wertgeschätzt wird in diesem Land, dass die Lebensmittel, ja, dass die Leute wissen, dass wir, die Landwirte, machen die Bevölkerung satt. Und ja, mehr Wertschätzung, das geht uns nicht um Subventionen, nicht um Geld, sondern um einen generellen Politikwechsel, dass man wieder eine andere Politikkultur hier reinbekommt, dass man mehr streiten kann und dass wir unsere, ja, Bedürfnisse offen sagen können, ohne in die falsche Ecke gedrückt zu werden. Das ist unser hauptes Anliegen. Was konkret heißt Politikwechsel? Politik. Ich meine, es ist ja seit 20 Jahren diese Landwirtschaft. Ja, natürlich. Es reicht nicht quasi, wenn jetzt quasi die alte Politik so wieder weitermacht wie in den letzten 20 Jahren, sondern wir brauchen einfach, egal mit welcher Partei, einfach, wie soll ich es ausdrücken, dass mit den Landwirten gesprochen wird. Es werden ständig Gesetze gemacht und es heißt, es wird entschieden über Umweltschutz und alle möglichen Maßnahmen. Und wir sind jetzt seit 2019 war ich in Berlin. Und seitdem reden wir mit der Politik und bitten zu Tisch. Und wir werden trotzdem nicht gehört. Und wir müssen endlich angehört werden. Wir arbeiten mit der Natur, mit dem Boden. Wir speichern CO2 im Boden und sollen irgendwelche dusseligen Abgaben bezahlen. Und keine Partei hört uns zu. Und das muss sich halt einfach ändern. Wir sind an der Natur dran. Eigentlich die Partner der Grünen sein. Ja. Genau. Aber ja, das vermissen Sie, oder? Würden Sie sagen, Özdemir hat was geändert? Also gibt es da eine Offenheit? Ich meine, zumal er ja den Mut hatte, sich da hinzustellen. Ja, natürlich, den Mut hat er schon gehabt. Das war schon gut. Das rechnen wir ja auch hoch an. Aber das war einfach nur medienwirksam. Die letzten 2 Jahre hat er uns auch nicht gehört. Oder wenn, dann geht er immer nur zu den Betrieben, die ausgewählt sind. Aber die breite Masse, konventionelle Landwirte, werden nicht angehört. Aber Sie bauen auf die Demokratie. Sie sagen, da muss mehr runde Tische und... Natürlich, wir wollen ja keinen Umsturz, sondern einfach nur einen Wechsel. Dass wieder Vernunft in die Politik einkehrt, dass wir unser Land stärken, die Wirtschaft stärken. Weil wenn wir unsere Wirtschaft kaputt machen, zerstören, können wir auch keinem anderen Land mehr helfen. Auch irgendwann fahren wir das Sozialsystem in unserem Land runter. Und wir sorgen für die Lebensmittel. Durch diese sogenannten Subventionen sind die Lebensmittel hier günstig schon seit den letzten 50 Jahren. Und das muss erhalten bleiben, sonst, wir haben 3 kleine Kinder, sonst wer weiß, wie das hier mal ausgeht, wenn die Nahrungsmittel irgendwann knapp werden. Das Problem ist, Sie sind ja abhängig vom Staat. Ja? Man könnte ja fast sagen, die freie Marktwirtschaft tut Ihnen nicht gut. Wir persönlich, ich habe unseren Betrieb so aufgestellt, dass wir schon mit dem freien Markt umgehen können. Wir vermarkten unsere Tiere selber, wir haben Hofladen, wir haben noch eine Metzgerei und wir haben uns einfach eingestellt. Ich würde das verkraften, aber mir geht es einfach um die breite Masse. Wir sind nicht... Das Spiegelbild. Jeder will günstige Nahrungsmittel, will Tierwohlstandards, aber bezahlen tut das im Endeffekt dann doch nicht. Aber dafür haben die Grünen ja eigentlich immer Werbung gemacht. Lokal kaufen. Genau. Und, wir machen viele Hofführungen. Wir hatten den Nabu schon bei uns auf dem Hof. Von denen ist aber kein einziger jemals noch mal gekommen einkaufen. Obwohl wir einen Tierwohlstall haben, 400 Schweine, wo die Schweine draußen sind. Alles nach Biostandards. Aber aus ideologischen Gründen, weil wir ein konventioneller Betrieb sind, kommen sie wahrscheinlich nicht zu uns einkaufen. Wir haben 1000 Freilandhühner. Was heißt konventionell? Wie bitte? Was heißt, Sie sind aus ideologischen Gründen, also was heißt konventionell? Ja, wir sind kein Biohof. Wir haben kein Biohof. Obwohl wir unsere Tierstandards alle auf Bio haben, aber wir haben halt auch einen großen Ackerbaubetrieb. Und da setzen wir halt nur halt mal Pflanzenschutzmittel ein und Kunstdünger. Und deswegen haben wir kein Bio. Aber die meisten von unseren Kunden, die wollen es einfach nur regional. Nur die grüne Schiene, die lehnt uns ab. Wie geht es jetzt weiter mit dem Protest? Es wird verschiedene Sternfahrten geben, es wird Mahnfeuer geben. Wir werden präsent sein auf den Straßen. Donnerstag geht es nach Frankfurt. Und regional werden wir auch noch mal zu Gesprächen aufrufen. Und unser Ziel ist ja, dass wir in die Politik kriegen, dass nicht nur wir Bauern demonstrieren oder dass uns diese Situation im Land nicht gefällt, sondern uns ist ja wichtig, dass der Mittelstand, die breite Masse, gucken sich hier um, wer hier ist. Das ist jetzt nicht nur alles Traktorfahrer, es sind auch viele normale Unternehmer, Arbeiter, Maurer, Metzger, Stahlerbauer,
Da haben wir keine Angst. Wir leben hier in Deutschland. Wir haben es nicht in Frankreich, wo die Proteste wesentlich radikaler sind. Dazu sind wir Deutsche viel zu zahm. Das wird hier nicht passieren und das wird alles auf demokratischer Weise weitergehen. Unser Ansinnen war ja, dass zum Beispiel ein Herr Merz die Stimmung im Land wahrnimmt und in die Regierung reingrätscht, die Vertrauensfrage stellt. Und ja, unser wichtiges Ziel ist, dass die Grünen wegkommen. Dass wir... Ja, was ist so schlimm an den Grünen? Das verstehe ich nicht ganz, weil die CDU hat auch... Schauen Sie sich die Wirtschaft von den letzten zwei Jahren an. Oder die ganzen Auflagen, was alles jetzt noch on top gekommen ist. Davor, die 16 Jahre, war schon schlimm. Aber die letzten zwei Jahre haben das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Und als noch was drauf, als mehr Verbot, noch eine Steuer, die Steuer erhöht, weil das Geld hinten vorne nicht mehr fehlt. Schlagen Sie die Zeitung auf, jeden Tag. Wie viele Insolvenzen haben wir bei den Wirtschaftsunternehmen, weil sie Energie nicht mehr bezahlen können. Arbeitslose werden als mehr. Noch merken wir das nicht. Ja, wir haben die Bankenkrise, wir haben die Pandemie, wir haben die Klimakrise, was weiß ich. Da sind wir überall gut durchgekommen, aber das, was jetzt gerade abläuft, das ist also, und davon müssen wir weg, das ist einfach so. Okay. Der Verstand, die Wirtschaft, dass wir unser Land stärken, dann können wir auch wieder Geld in alle Welt verteilen, wenn wir selbst genug Wirtschaftskraft haben und einnehmen. Aber im Moment, wenn wir nichts einnehmen können, das Geld, was ich nicht habe, das kann ich nicht verteilen. Das macht aber die jetzige Politik gerade. Ist die Wirtschaft nicht international ausgebildet? Also steht hier nicht darauf? Ja, natürlich, aber komischerweise, wir geben nur raus, wir bekommen nichts rein. Und international heißt ja normal, dass wir ja auch dann von außen aufgeholt werden müssen, wenn wir eine Krise haben.